Ich weiß, wie sehr dich das verletzt, Tristan. Aber ich will dich nicht länger anlügen. Bitte, Tristan, sag doch was. Marlene und du, ich wusste es. Und ich war auch noch so naiv und hab dir geglaubt. Bleib doch mal stehen. Wozu? Um mir noch mehr peinliche Erklärungsversuche von dir anzuhören, obwohl... Eine Sache hast du mir noch gar nicht verraten. Seit wann läuft das mit euch? Seit wann? Wieso frage ich dich überhaupt? Marlene hat mich vom Altar stehen gelassen und danach ist sie direkt zu dir ins Bett gesprungen. Genauso war es, oder? Nein, so war es nicht. Das musst du mir glauben, Tristan. Glauben dir? Findest du nicht, das ist ein bisschen viel verlangt? Wann hast du mir nochmal versichert, dass ihr nur Freunde seid? Vor 3 Tagen? Ich wollte dir die Wahrheit sagen, aber ich konnte es nicht. Und... als du mich dann erpresst hast. Ach so, ist das jetzt? Bin ich auch nur schuld, dass du mich die ganze Zeit angelogen hast? Nein, ich... Wenn du nicht willst, dass ich auch den letzten Respekt vor dir verliere, dann halt jetzt einfach deinen Mund. Okay. Willst du wirklich wissen, warum ich dir nichts gesagt habe, Tristan, ja? Weil Marlene und ich Angst hatten vor dir. Du bist nachts in meine Wohnung eingebrochen. Du hast Marlene hier im No Limits gequält. Du hast sie zur Zweitbesetzung in Lily Rose gemacht. Und als du dann völlig ausgerastet bist und den Van Gogh zerschnitten hast, ein Kunstwerk von unschätzbarem Wert, ja, alles nur aus Hass und Rachsucht. Es tut mir leid, aber ich wusste wirklich nicht mehr, wie ich da noch auf dich zugehen soll. Trotz allem bist du mein Bruder, Tristan, und ich liebe dich. Dann hast du eine sehr merkwürdige Art und Weise, mir das zu zeigen. Und jetzt verschwinde hier. Hau ab! Hey, wie wär's mit einer Partie Schach? Ich bräuchte dringend mal wieder einen würdigen Gegner. Alles klar? Hast du das denn wieder hingekriegt? Ist halb so wild. Du hast mir mal was versprochen, weißt du noch? Wenn dir die Dinge über den Kopf wachsen, dann meldest du dich. Also, was ist passiert? Ich habe mich geschnitten, als ich einen Apfel schälen wollte. Ein Apfel. Ja. Na klar. Okay. Du willst nicht drüber reden? Dann tu mir einen Gefallen und wechsel wenigstens den Verband, bevor sich das hier entzündet. Und wenn du es dir anders überlegst, dann weißt du, wo du mich findest. Wir haben sicher zu lange gewartet. Ja, ganz bestimmt, so verspannt wie du bist. Nein, im Ernst. Tristan hätte vor ein paar Wochen noch gar nicht damit umgehen können. Und jetzt hat er sich wenigstens ein bisschen beruhigt. Betonung auf hatte. Bereust du es? Dass ich es ihm gesagt habe? Nein. Es war schlimm, aber auch irgendwie erleichternd. Ich meine, die ganze Zeit die Angst, entdeckt zu werden, die falsche Rücksichtnahme. Ich meine, im Grunde wusste er es eh. Er wollte es nur nicht wahrhaben. Ja, lieber wollte er dich auch als ein Opfer von mir ansehen. Könnte er recht haben. Ach ja? Ich hoffe nur, er kann mir irgendwann verzeihen.
Haben Sie noch einen Wunsch? Sonst würde ich mich jetzt zurückziehen. Danke, Sie können Feierabend machen. Sehr wohl, Graf. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nachtruhe. Justus. Bitte? Schläft meine Schwester heute auf Königsbrunn? Ich nehme es an. Ich habe sie auf dem Weg zur Orangerie gesehen. Hat sie Besuch? Davon ist mir nichts bekannt. Danke. Süße, du bist ganz kalt. Komm her. Ja, besser. Ist das eigentlich ein komisches Gefühl für dich? Ich meine jetzt so offiziell. Das ist schon ungewohnt. Ach, toll. Dann fandst du unsere heimliche Affäre gar nicht prickelnd. Ich finde dich prickelnd. Ich find's wunderschön, hier neben dir zu liegen, für dich da zu sein und keine Angst zu haben, dass wir erwischt werden. Jetzt erklärst du mir mal, was du mitten in der Nacht an der Orangerie zu suchen hast. Ich war spazieren, ist das neuerdings verboten? Ah ja. Und den Daumen hast du dir fast abgeschnitten, als du dir einen Apfel schälen wolltest, Tristan. Was ist los mit dir? Und ich dachte schon, ich hätte dir bewiesen, dass ich Verständnis habe für deine Situation. Red mit mir. Rebecca war heute bei mir. Sie und Marlene. Was? Die beiden sind ein Paar, und zwar nicht erst seit gestern. Hast du es gewusst? Nein, aber es wundert mich auch nicht besonders. Dich etwa? Nicht im Ernst. Sie haben mir geschworen, dass zwischen den beiden nichts läuft. Deshalb geisterst du da draußen rum? Du wolltest zu ihm? Tristan, ich wäre doch auch stinkwütend an deiner Stelle und verletzt. Aber die beiden, die machen das doch nicht, um dir absichtlich weh zu tun. Das ist dir doch hoffentlich klar, oder? Klar ist mir, dass meine Gefühle ihnen vollkommen egal sind. Was interessiert mich also ihre? Tristan, mach es bitte nicht schlimmer, als es schon ist, ja? Du machst ab jetzt einen großen Bogen um die Orangerie, kapiert? Rebecca und Marlene haben sich verliebt. Das kennst du doch, da sucht man sich nicht aus. Oder glaubst du im Ernst, ich hätte mich freiwillig in Tanja verliebt? Geh den beiden eine Zeit lang aus dem Weg. Das ist das Beste für euch alle. Jetzt komm. Ich will Schach spielen. Tja, der Kreis wird immer kleiner. Nicht, dass mich das stören würde. Ein Kreis ist immer in sich geschlossen. Komisch, dass gerade du davon sprichst. Geometrie zur Morgenstunde? Eher Philosophie. Morgen. 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 Was ist mit deiner Hand? Er hat sich beim Apfelschälen geschnitten. Wusstet ihr, dass Rebecca und Marlene ein Paar sind? Ach. Gott sei Dank. Das erklärt mir endlich, warum Rebecca heute nicht mit uns frühstücken wollte. Ich glaube kaum, dass solche Kommentare hilfreich sind, Ansgar. Das tut mir sehr leid für dich, Tristan. Schon gut. Müssen wir denn jetzt Justus bitten, alle Gemälde abzuhängen? Tanja. Ach so, du meinst besser die Gemälde als wir. Danke für deine Fürsorge, aber ich habe alles im Griff. Na, dann bin ich ja gespannt. Im Augenblick ist es wichtiger, dass wir als Familie zusammenhalten. Nur so können wir die Krise lösen. Das freut mich, dass du das so siehst.
Bist du sicher, dass du klarkommst? Wenn man weiß, wie man spielt, dann weiß man auch, wie man verliert. Puh, du, ich glaube, mir reicht für heute. Okay, ich mache uns einen Kaffee, ja? Super. Hast du einen Augenblick? Natürlich. Komm rein. Danke. Dauert auch nicht lange. Rebecca, hast du eine Ahnung, wo meine Uhr ist? Tristan. Keine Sorge, ich bin gerade auf dem Weg zum Training. Um es kurz zu machen, ich bin gekommen, um einen Schlussstrich unter die ganze Sache zu ziehen. Ich denke, wir haben alle Fehler gemacht und wir sind alt genug, um daraus zu lernen und wieder vernünftig und respektvoll miteinander umzugehen. Ja, von uns aus sehr gerne. Gut, dann will ich euch nicht länger im Wege stehen. Frieden? Frieden. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Dann alles Gute für euch. Ich dachte schon, ihr sei was dazwischen gekommen. Es geht auch nichts über ein morgendliches Training. Im ersten Moment dachte ich, der will ich aufspießen mit seinem Florett. Ja, ich hatte auch kein gutes Gefühl, aber er kam tatsächlich in friedlicher Mission. Ich muss mich nie wieder in Camouflage anschleichen, um zu dir zu kommen. Und ich kann dich endlich vor allem ganz verliebt anstarren, ohne dass mich jemand fragt, ob ich einen an der Waffel habe. Weißt du das denn nicht? Ich glaube nicht. Und wir können Händchen halten ins Schneiders. Und auf die Kö. Ins Kino. In die Oper, aber manchmal, da will ich dich auch ganz für mich alleine. Halt, der Kaffee. Vergiss den Kaffee, es gibt Wichtigere. Ich dachte, dass Tristan sich so schnell damit abfindet. Denkst du mal ernst? Ja. Wann wirst du deinen Eltern sagen, dass wir jetzt ganz offiziell zusammen sind? Weißt du was? Jetzt sofort. Später. Locker, ich hab gerade das gefrühstückt. Für die Revanche. Feigling. Was soll das denn heißen? Morgen, dann mache ich dich fertig. Da bin ich immer sehr gespannt. Hat trotzdem Spaß gemacht. Ich liebe dich. Und ich liebe dich.